Hallo allerseits und willkommen zum ersten Teil des KiCad Tutorials. Im ersten Teil behandeln wir die Installation und die ersten Schritte im Programm. Um KiCad herunterzuladen, geht ihr auf die Wikipedia-Seite des Programms und hier findet ihr unter KiCad herunterladen die Official Builds für Linux und Windows und hier könnt ihr dann die Installer-Exe herunterladen. Wenn ihr KiCad nun installiert habt und zum ersten Mal ausführt, dann sieht der Bildschirm ebenfalls so aus. KiCad ist eine Open Source Software zur Erstellung von Schaltplänen und Layouts. Den Entwicklern von KiCad sei hier Danke gesagt. KiCad selbst besteht aus 6 Modulen, einem Schaltplan-Editor, einem Programm zum Zuordnen von Schaltplan-Symbolen und Footprints, einem Layout-Editor, einem Gerber-Datenbetrachter, einem Bitnote-to-Component. In diesem Programm kann man Komponenten aus Bildern erstellen lassen und einem Kalkulator. Wie man hier links sehen kann, ist unser Projektbaum noch leer bzw. noch gar kein Projekt vorhanden. Um nun ein neues Projekt zu erstellen, gehen wir auf Datei Neu, wählen einen Speicherort aus, nennen diesen hier einfach Tutorial und das Projekt ebenfalls Tutorial. Wie wir sehen, ist unser Projektbaum allerdings immer noch leer. Und um nun zu beginnen, öffnen wir einen neuen Schaltplan. Klicke einfach auf EE-Schema, den Schaltplan-Editor. Wir bekommen eine Warnung. Das bedeutet allerdings nur, dass wir diesen Schaltplan noch nie gespeichert haben und der deswegen auch nicht gefunden werden kann. Wir speichern wir diesen. So, um nun einen Schaltplan zu zeichnen, müssen wir natürlich erstens die Komponenten einfügen. Das geht am leichtesten, wenn wir hier auf der rechten Seite auf ein Bauteil hinzufügen klicken. Anschließend in den Arbeitsbereich. Oder aber auch das Tastatur A antippen. Wir kommen ebenfalls zu diesem Fenster. Die ganzen Tastaturbefehle, die KiCad so mit sich bringt, kann man einsehen, indem man Tastaturbefehle anzeigen. Hier sehen wir, dass zum Beispiel Add Component abbelegt ist oder Move Item mit M. Nun gut, beginnen wir nun also unsere Schaltung zu zeichnen. Als erstes fügen wir einen Mikrocontroller, einen Atmel Chip ein. In diesem Fall eine Atmega 8. Und klicken hier rechts oben auf Bauteil zur Schaltplan hinzufügen. Als nächstes brauchen wir einen Quarz. Diesen finden wir unter Device und Crystal. Fügen diesen ebenfalls hinzu. Und des Weiteren benötigen wir noch Kondensatoren. Und Widerstände. Um ein Symbol zu kopieren, können wir entweder rechte Maustaste auf das Bauteil und Bauteil kopieren oder mit der Maus darüber fahren und einfach C auf der Tastatur antippen. Und wir haben das Bauteil kopiert. Um die Symbole zu verschieben, können wir entweder rechte Maustaste Bauteil verschieben oder ebenfalls mit M auf der Tastatur können es nur verschieben. Um eine Leitung zu platzieren, können wir hier rechts auf elektrische Verbindung erstellen klicken oder auf der Tastatur W wie Wire. Gut, wir müssen natürlich auch unseren Mikrocontroller mit Spannung versorgen. Hierzu fügen wir eine Spannungsquelle hinzu, durchsuchen die Bibliothek
und finden hier 5 Volt. Ebenso wie Ground. Um in KiCad zu zoomen, einfach mit dem Mausrad um die Ansicht horizontal und vertikal zu verschieben, mit der Umschaltetaste bzw. mit Steuerung gedrückt halten. Wir verraten nun ebenfalls die Versorgungsanschlüsse. Um einen Spannungsquelle hinzufügen, können wir einfach P auf der Tastatur anklicken und kommen es ebenfalls sehr schnell zu diesem Fenster. Gut, dann wollen wir noch einen Reset-Taster einfügen. Diesen finden wir ebenfalls unter Devices, unter Button bzw. Push-Button. Diesen verbinden wir mit GND, sowohl auch die Kondensatoren verbinden wir mit GND. Und nun ist unsere Grundbeschaltung der Atmega schon fast fertig. Wir fügen nun noch einen Stecker hinzu, um den Mikrocontroller programmieren zu können. Hier eignet sich ein 6-poliger Stecker hervorragend. Für einen ISB-Anschluss, also In-Circuit Programming, wir platzieren vorerst nur unverbundene Leitungen. Mit einem Doppelklick können wir die Leitung beenden und platzieren anschließend Labels auf Pin 6. Kommt 5 Volt, kommt GND, auf Pin 2 kommen 5 Volt. Und auf diesem Symbol können wir Netznamen, sogenannte Labels platzieren. Wir klicken einfach auf die Leitung und schreiben hier MOSI bzw. 1 wäre MISO, 3 wäre STK und 5 wäre Reset. Da Reset ein invertierter Eingang ist, fügen wir zuerst eine Wellenlinie hinzu, schreiben dann Reset, dann haben wir ebenfalls den Text invertiert. Gut, um nun das gleiche bei den Zielanschlüssen zu machen, platzieren wir hier ebenfalls die Linien und setzen die Labels. Ebenso bei Reset. Um hier ein wenig Platz zu schaffen für das Label, können wir den Schalter verschieben. Wenn wir dies mit M machen würden, würden wir die Leitung trennen. Um ihn nun zu ziehen, können wir G drücken und die Leitungen bleiben erhalten. Fügen wieder ein Label ein. Ziehen. Set. Okay. Um nun die ganze Geschichte ein wenig übersichtlicher zu machen, ziehen wir noch einen Rahmen um unseren Block. Diesen kann man mit grafischer Linie hinzufügen. Anschließend noch einen Text, ISB, Programmierstecker. Okay. So, nun haben wir die Spannungsquellen schon platziert. Allerdings in der Realität ist der Mikrocontroller ja immer noch nicht versorgt. Wir platzieren einfach einen 2-poligen Connector, zusätzlich einen Spannungsregulator 7805, einen Kondensator. Wie man hier sehen kann, die platzierten Symbole, was bereits im Schaltplan platziert wurden, sind hier in der Historie schon enthalten. Man muss nicht jedes Mal suchen, kann hier den Kondensator auswählen und platzieren. Fügen wir noch einen Elektrolytkondensator hinzu. Diesen finden wir ebenfalls unter Devices CP1. Okay. Drahten wir unsere Spannungsversorgung noch. Und anschließend müssen wir natürlich das 5 Volt Symbol und das GND Symbol hinzufügen. Gut. Um nun Werte für die Bauteile einzutragen, fahren wir einfach über das
über C, also über den Wert, beziehungsweise drücken, fahren wir in die Nähe des Bauteils und drücken E. Gekehrt weiß nicht genau, was wir editieren wollen, also klicken wir auf Feldwert, nehmen wir 100 Nanofarad, ebenfalls 100 Nanofarad und hier nehmen wir 10 Mikrofarad. Den Stecker können wir ISP nennen, den Quarz 20 MHz und die beiden Kondensatoren sollen 22 Pikofarad haben. Der Widerstand 10 Kilo-Ohm. Nun fügen wir noch ein paar Anschlüsse hinzu, um ein bisschen mit unserem späteren Board experimentieren zu können. Ein Board hat 8 Anschlüsse, also eignet sich ein 8-Player-Connector perfekt. B, jetzt hier noch einen zweiten. Der Port B hat ebenfalls 8 Anschlüsse, aber 2 davon werden bereits für den Quarz genutzt, also genügt hier ein 6-poliger Anschluss. Um nun die Konnektoren zu verbinden, wäre es sehr umständlich, jede Linie einzeln zu ziehen. Wir ziehen die erste Linie des Ports und drücken anschließend Einfügen auf der Tastatur, ebenso beim Port D, und sind fertig. Unsere Spannungserzeugung machen wir noch das gleiche. Programmierstecker, in diese Spannungserzeugung. Okay, sind soweit fertig. Wir sollten noch unseren Schaltplan benennen. Titel: Atmega 820AU Testboard und Revision. So, nun sollten wir mal unsere Arbeit speichern. Und um nun der Platine näher zu kommen, füllen wir die Werkzeuge von oben nach unten aus und starten mit der Nummerierung der Bauteile. Denn wie wir hier sehen können, sind keine Nummern vergeben. Es steht immer nur ein Fragezeichen statt der Nummer. Also Annotation. Hier werden die Bauteile nummeriert. Start Annotation, okay. Und nun hat jedes Bauteil seine eigene einzigartige Nummer. Der nächste Schritt ist der ERC, der Electrical Rule Check. Hier werden vor allem Anschlüsse kontrolliert. Wenn zum Beispiel zwei Output-Pins miteinander verbunden sind, gibt es einen Error. Oder wenn ein Pin nicht angeschlossen wird, gibt es ebenfalls einen Error. Also starten wir ERC. Kommen zwei Warnungen. Die erste Warnung ist hier unten und besagt, Power Out ist verbunden mit IC1. Dieser Fehler ist relativ häufig, da der Atmel-Chip, VCC und GND sind Spannungseingänge, jedoch gibt es keinen Spannungsausgang, keinen spannungsführenden Ausgang, um nun KiCad mitzuteilen, dass ein Signal Spannung führt. Da ziehen wir einfach eine Power Flag. Wir platzieren diese hier und ebenfalls zu GND. Prüfen unsere Schaltung erneut. Und hier ist noch eine Warnung, dass der Pin A Reference mit 5 Volt verbunden ist. Das stört uns aber nicht weiter, entfernen also den Marker. Okay. Der nächste Schritt ist, eine Netzliste zu erstellen. In KiCad können wir mehrere Netzlisten erstellen, einerseits für das Layout-Programm von KiCad, PCB New, beziehungsweise Orcad, CatStar und eine Spice-Netzliste zum Simulieren der Schaltung. Wir erzeugen hier eine Netzliste für PCB New, erzeugen, speichern diese in unserem Ordner ab und OK.